Dominik, Gratulation. Er hat ein souveränes Spiel gemacht. Das hat mir gefallen. Letztes Jahr, um diese Zeit, bist du mit dieser Equipe eigentlich noch nicht so weit gewesen, wie du jetzt bist. Macht es dir Spass? Macht es dir Freude mit den Jungs? Ja, das ist, wie gesagt, hast du schon mal gesagt in einem vergangenen Interview mit dir, dass es die beste Mannschaft ist, die ich je trainiert habe. Und zu dem Wort stand ich nach wie vor. Nächstes Jahr geht der Preis weiter mit dem U19. Hast du U17 und U19 zwei Teams, so sich so zusammensetzen, das GBV und TVB. Stark, also es macht mir Freude, wenn man diesen Jungs sieht, zuzuschauen, oder? Jetzt geht ja der Preis weiter bei dir. Ihr seid ja in der Promotion im Finale, oder? Ja. Dann sind wir jetzt, haben wir sechs Spiele vor. Ja, genau. Und die nächsten Spiele, die da kommen, oder? Also, wenn ich da auf den Plan schaue, sehe ich, was der eins am Samstag hat, eins am Sonntag und eins am Mittwoch. Am Mittwoch, das englische ist gerade auch eine englische Woche. Ja. Wie dient ihr euch da vorbereiten? Hey, gar nicht speziell. Alles, was mit Spielen zu tun hat und mit einem Wettkampf, ist lehrreicher als jedes Training. Mhm. Im Training lernst du halt nur Disme oder lernst du im Spielzeug oder 1-1 und Technik. Aber im Match musst du es können umsetzen und dort wird eigentlich gegessen. Super. Deine Jungs haben zum Teil auch eine Doppelbelastung. Einerseits werden sie in der vierten Liga eingesetzt oder einerseits dienen sie verstärken in anderen Teams. Oder? Aber dank dir oder dank uns, soll man sie fast sagen, sind ein paar davon unterwegs und werden sich im Beach Fall noch das Sommer antreten in der Schweizer Meisterschaften. Was meinst du dazu, zu diesem Unternehmen? Ja, ich finde, die Vielseitigkeit des Handballspiels sollen die Jungs erfahren und sie sollen Freude und Spass haben. Und wichtig ist, dass sie spielen, spielen, spielen. Und wir haben heute im Spiel gesehen, es gibt ein, zwei Spieler, die wirklich grosses Talent haben, grosses Potenzial haben, auch für mehr. Nicht nur für vierte Liga, sondern auch für höhere Ligen. Und wenn die mehr spielen, dann holen die das auf, was sie jetzt im Moment vielleicht noch ein bisschen missen wollen. Vielleicht Selbstvertrauen, vielleicht Durchschlagskraft. Aber ich bin guter Mutes. Gut, die Schwierigkeit, die du natürlich wirst haben mit diesen Spielen, die werden jetzt zum Teil dann in die Lehre gehen, sie können nicht regelmässig trainieren. Aber super, ich hoffe, wir werden ein paar Zuschauer mehr haben, wenn sie dann nächstes Jahr spielen. Ja, hey, danke. Super, Dominik. Ciao.